Nun also doch, nachdem im Jahr 2016 die Dokumentation über den Rennstieg erschienen ist, möchte ich Sie ganz herzlich zur Fortführung des Wanderweges entlang des Mühlhäuser Landgrabens begrüßen. Der Landgraben war ein Grenzwall, der das Gebiet der ehemals Freien Reichs- und Hansestadt Mühlhausen nach Norden und Nordwesten auf einer Länge von 26 Kilometern sicherte. Der Verlauf dieser im 14. Jahrhundert errichteten Wall- und Wehranlage ist auf dieser Karte dargestellt. An den wichtigsten Straßen standen insgesamt 7 Warten, die mit inneren und äußeren Schlagbäumen gesichert waren und zu denen wir zu gegebener Zeit zurückkommen. Neben der Schutzfunktion waren an den Warten auch die Wegzölle zu entrichten, die eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt darstellten. Der Landgraben selbst hat eine Länge von 26 Kilometern und erstreckt sich von Eigenrieden im Westen bis Seustädt im Norden. Dieser Grenzwall mit Graben und Knieverhauen war mit etwa 143 Grenzsteinen versehen, die meist zwischen 1667 und 1769 gesetzt wurden und nummeriert waren. Auch auf diese Zeugen der Vergangenheit kommen wir noch zu sprechen. Alten Berichten zufolge soll es auch schon vor dem Anlegen des Mühlhäuser Landgrabens Schutzwehren um das Mühlhäuser Gebiet gegeben haben, die sogenannten Landwehren. Etwa 1 Kilometer südlich von Eigenrieden beginnt der Landgraben. Er verläuft in Richtung Norden und teilt sich vorerst seinen Verlauf mit dem Rennstieg. Dieser alte Eilbotenweg entlang des Hainichkamms beginnt in Beringen und endet in Eigenrieden. Von Mühlhausen kommend kreuzt die Wetterscheidenchaussee, die ab der Kreuzung der heutigen Wanderwege Himmelsleiter genannt wird, deren Weg und markiert den Beginn des Landgrabens. Einiges wurde schon in der Dokumentation zum Rennstieg über die Hohe Rode berichtet. So auch, dass dieser Hügel mit 493 Metern über dem Meeresspiegel die zweithöchste Erhebung des Hainichs ist. Auch über die militärische Nutzung im Kalten Krieg wurde schon erzählt. Das sogenannte Café Moskau entstand 1983 und war eine sowjetische Abhör- und Radaranlage mit Kaserne. Ein typisches Relikt des Kalten Krieges. Neben dem Radarturm baute die Bundespost nach dem Abzug der sowjetischen Truppen 1994 einen noch höheren Funkturm. Allzu viel gibt es zu diesem Turm, der bis zu 100 Kilometer weit in Ost und West gesehen wurde, nicht zu sagen. Es war ja alles streng geheim. Einige Bilder gibt es aber dazu. So zum Beispiel Fotoaufnahmen vom 23. April 1995, als der Radarturm gesprengt wurde. Auch Bilder des Kaserngeländes, das heute wieder weitgehend der Natur überlassen ist, haben einige fleißige Fotografen der Nachwelt hinterlassen. Noch etwa 1 Kilometer ist es nun, bis wir den Ort Eigenrieden erreichen. Der Landgraben zeigt auf diesem Stück noch die menschengemachten Gräben und Wälle. Der letzte Rastplatz des Rennstiegs ist auch der erste Rastplatz des Landgrabens. Hier lassen wir uns kurz nieder und lauschen der Geschichte von Eigenrieden. Im Jahr 1246 wird Eigenrieden erstmals in einer Schenkungsurkunde an den Mühlhäuser Deutschherrenorden erwähnt. Als Zeuge wird darin ein Henricus der Eugerieden genannt, auf den wahrscheinlich der ursprüngliche Ortsname zurückgeht. Das Adelsgeschlecht war vermutlich zum Schutz der Güter auf der Burgstelle des Burgberges eingesetzt. Um 1400 war ein Konrad von Eigenrieden dort Bürgermeister. Die Endung Rieden deutet wie auch Rode auf die Rodung der Besiedlungsfläche hin. Nach dem Bauernkrieg 1525 hatte Eigenrieden 54 Einwohner. Abgesehen von einer Besatzungszeit von Januar 1761 bis Ende Februar 1761 durch französische Truppen, gehörte Eigenrieden bis 1802 zur Freien Reichsstadt Mühlhausen. Danach fiel es, zusammen mit dem reichsstädtischen Gebiet von Mühlhausen an Preußen. Von 1807 bis 1813 gehörte Eigenrieden zum Königreich Westfalen im Kanton Dörner. Ab 1816 wurde das Dorf nach dem Wiener Kongress 1816 wieder dem Landkreis Mühlhausen in der preußischen Provinz Sachsen zugeordnet. Am Westrand befand sich mit der Eigenrieder Warte, deren Bau 1418 erfolgte, ein bewachter Tordurchlass und Meldeposten für Mühlhausen. Die Eigenrieder Warte war ein Rundturm aus Bruchsteinmauerwerk. Das Untergeschoss von etwa 4 Meter Höhe ist bis heute erhalten geblieben. Um eine reibungslose Nachrichtenübermittlung von den Warten am Landgraben zur Stadt Mühlhausen zu gewährleisten, gab es sogenannte Zwischenwarten.
Das östliche, südliche und südwestliche Stadtgebiet wurde zudem durch freistehende Wahrtürme gesichert, die aber nur in Kriegszeiten besetzt waren. Neben der Übermittlung von Nachrichten wurden die Zwischenwarten, da sie sich auch oft in bewaldetem Gebiet befanden, auch zur Feuerbeobachtung genutzt. Zwischenwarten waren die Warte bei Tuttensode, die Danielswarte, die Nützinger Röder Warte, die Tuttensöder Warte und die Warte zur Heide, die auch Eichenwarte genannt wurde. Weitere Warttürme waren die Weidenseewarte, die Magdolche Warte, die Tamröder oder auch Thornbergwarte, die Spielbergswarte, auch Schafwarte genannt, oder der Katzenturm, der richtig Warte zum Katzenborn hieß. Im Osten und Nordosten des Reichsstadtgebietes standen die Schadebergswarte, die Warte am Roten Berg, die Warte am Rinntal, die Hausenwarte, die Warte auf der Füllscheuer, die Forstbergswarte und die Warte über dem Forst. Als zentraler Wartturm wurde als höchster Turm der Stadtmauer der Rabenturm genutzt. Zu jener Zeit hieß er aber noch Adlerturm. Das soll es gewesen sein mit den anderen Wartürmen rund um Mühlhausen. Kehren wir wieder zum Landgraben zurück. An der Abbiegung nach Struth steht das Eigenrieder Kreuz, welches auch als Bonifatiuskreuz bekannt ist. Wird noch im 17. Jahrhundert von zwei Kreuzen berichtet, so ist dieses heute das einzig erhalten gebliebene. Aufgestellt um 1450 wurde es 1998 im Zuge von Straßenbaumaßnahmen einige Meter versetzt. Einst stand es direkt am Landgraben, der damalige Aufstellungsgrund ist nicht überliefert. In nördlicher Richtung verläuft der Landgraben nun östlich am Dorf Struth vorbei zum Ziegenturm. Im Februar 1761 gab es östlich von Eigenrieden, aber auch nördlich entlang des Landgrabens Gefechte mit preußischen und Hannoveraner Truppen und den französischen Besatzern. Dabei starben über 200 Soldaten. Ein Teil der Gefechte sollen auf der waldfreien Fläche zwischen Eigenrieden und Struth stattgefunden haben. Im Wald selber treffen wir auf die ersten steinernen Zeugen des Landgrabens. Diese Grenzsteine standen oder stehen meist an der Außenseite des Grabens und tragen an der Stadt zugewandten Seite die Mühlhaue als Hoheitszeichen von Mühlhausen. Hier verlassen wir erstmals den Landgraben und begeben uns auf ehemals Kurmainzer Gebiet. 1273 wurde der Ort Struth, der zum Kloster Zeller gehörte, erstmals urkundlich erwähnt. Gegründet wurde er, laut Überlieferungen, von den Überlebenden des Dorfes Hirsingerode im 9. oder 10. Jahrhundert. Der Untergang des Dorfes Hirsingerode soll auf Überfälle der Ungarn oder Hunnen in jener Zeit zurückzuführen sein, was aber nicht zweifelsfrei belegt werden kann. Klöster spielten in der Zeit, als der Landgraben angelegt wurde, eine wichtige Rolle bei der Gebietsverwaltung. Deshalb begeben wir uns noch ein Stück vom Landgraben weg, und zwar in Richtung Westen. Dort befindet sich etwa in einem Kilometer Entfernung von Struth das Kloster Zeller. Das Doppelkloster der Benediktiner für Männer und Frauen wurde schätzungsweise um 1100 gegründet. Zu ihm gehörten die Orte Struth, Effelder und Annaberg. Die ältesten Belege gehen auf das Jahr 1215 zurück, als das Kloster schon ein reines Frauenkloster war. Wie fast alle Klöster der Umgebung von Mühlhausen hatte auch das Kloster Zeller einen sogenannten Freihof in der Reichsstadt. Dorthin flohen die Nonnen während des Dreißigjährigen Krieges in die schützenden Mauern von Mühlhausen. Der Zeltsche Freihof befand sich in der Mühlhäuser Holzstraße 1 und wurde später als Turn- und Taxis-Posthaus bekannt. Nachdem es 1525 durch unzufriedene Bauern geplündert und teilweise zerstört wurde, begann 1588 nach Wiederaufbau das Klosterleben erneut. Im Dreißigjährigen Krieg nochmals zerstört und wieder aufgebaut, wurde vom Reichsdeputationshauptschluss von 1803 das Ende des Klosters besiegelt. Nach der Auflösung 1810 ging es in Privatbesitz über. 1947 wurde die evangelische Landeskirche Thüringen Eigentümer. Und seit 1948 ist das ehemalige Kloster bis heute ein Alten- und Pflegeheim. Zurück am Landgraben geht es vorbei am Dürnaer Wald und der Pfaffenecke zur Warte bei Zeuge. Zeuge war ein ehemaliges Dorf am Landgraben. 1312 wird es einmalig, aber schon als Wüstung urkundlich erwähnt. Nach alten Aufzeichnungen verkaufte Heinrich von Tastungen im Jahr 1317 eine Hufe Land, welche in der Flur des ehemaligen Ortes Zeuge lag, an das Kloster Anrode. Die genaue Lage der Wüstung Zeuge ist strittig, aber der Standort der Zeuger Warte ist anhand von Fundament und Mauerresten belegt.
Auf einer handgezeichneten Flurkarte von Dirk Röpke ist die Warte bei Zeuge, die auch Ziegenturm genannt wurde, eingezeichnet. Wie sie zum Namen Ziegenturm kam, erzählt eine alte Geschichte. Vor vielen Jahren lagen haushohe Schneemassen und bedeckten die Erde. In dieser Zeit ging ein Bickenrieder hinauf zur Stoter Höhe, um eine Ziege zu kaufen. Schnell war ein Tier zu einem guten Preis gefunden und der Käufer zog wohlgemut zurück in Richtung Bickenriede. Auf halbem Wege stellte er aber fest, dass er seine Geldkarte samt Inhalt in Strut gelassen hatte. Kurz entschlossen band er seine Ziege an einen Dornpfahl am Wegesrand und eilte zurück. Glücklicherweise erhielt er auch seine Geldkarte samt Inhalt zurück. Aus Freude darüber trank er in der Struter Dorfschenke ein Gläschen nach dem anderen. In der Zwischenzeit war aber der warme Westwind zu einem Orkan angeschwollen. Wahre Sturzbäche entrannen dem bleifarbenen Firmament. Als sich der Bickenrieder auf dem Heimweg machte, waren die Schneemassen geschmolzen. Von der Ziege war dort, wo er sie angebunden hatte, nichts zu sehen. Plötzlich erklang über ihm ein Meckern. Verwundert schaute er hinauf. Hoch oben an der Spitze des Zeugerturms, der zuvor von Schnee bedeckt war, baumelte die Ziege. Die Turmspitze, vom Schnee völlig zugeweht, war also der vermeintliche Dornpfahl am Wegesrand. Von diesem Tage an trug die Warte den Namen Ziegenturm. In der Nähe der Warte bei Zeuge, die auch Bittstädter Turm genannt wurde, befindet sich das 1124 als Budestädte erstmals erwähnte Eichsfelddorf Bittstädt. Lokale Berühmtheit erlangte das Dorf zu DDR-Zeiten durch seine Eisdiele, die auch heute noch betrieben wird. Wichtiger aber war für Mühlhausen das Kloster Anrode. Es liegt zwischen Bickenriede und Bittstädt, etwa 500 Meter nördlich vom ehemaligen Ziegenturm. Auch dieses Kloster hatte einen Freihof in der Reichsstadt. Das Kloster wurde 1274 gegründet und war ein Zisterzienserkloster für Frauen. Lange vorher gab es an dieser Stelle einen kleinen Ort namens Annenrode, der später zum Kloster wurde. Bereits um 1265 lebten dort Nonnen. Am 28. April 1525, nach der Flucht des Propstes und der Nonnen, wurde das Kloster überfallen, geplündert und zerstört. Der 1525 begonnene, äußerst dürftige Neuaufbau wurde zwischen 1579 und 1611 fortgeführt. 1810 wurde das Kloster aufgelöst. Danach in privaten Händen richtete 1950 eine Seilerfabrik hier eine Produktionsstätte ein, die bis 1989 existierte. Nachdem 1993 die Gemeinde Bickenriede das ehemalige Kloster kaufte, wurden vielfältige Sanierungen und Restaurierungen durchgeführt. 2018 konnten Feierlichkeiten zur 750-jährigen Klostergründung in den alten Gebäuden und auf dem Gelände abgehalten werden. Wir sind wieder am Landgraben, der südlich an Bickenriede vorbei in östlicher Richtung bis zur Dörnaer Warte verläuft. Die Dörnaer Warte wurde 1407 erbaut und war auch unter den Namen Bickenrieder Warte, Eichelturm, Eichelwarte oder Dörnscher Turm bekannt. 1417 wurde der Dörnaer Kirchturm auf sein heutiges Niveau erhöht und diente als Relaisstation im Verteidigungssystem der Freien Reichsstadt Mühlhausen. Er lag auf einer Verbindungslinie von Ziegenturm und Dörnaer Warte über die Nützinger Röder Warte zur Stadt Mühlhausen. Zwischen 1524 und 1525 wurde die Dörnaer Warte im Zuge von Kampfhandlungen des Bauernkrieges zerstört und nicht wieder aufgebaut. Auf dem ehemaligen Gelände der Warte entstand ein landwirtschaftlicher Hof. Dieser wurde 1632 von Eichsfeldern gebrandschatzt und 1819 abermals durch ein Feuer zerstört. Wieder aufgebaut gab es in den 1920er Jahren dort eine beliebte Gaststätte. Die Dörnaer Warte stand direkt vor dem Ortseingang Bickenriede. 1146 wird das Dorf Bickenried erstmals erwähnt. Der Name leitet sich wahrscheinlich von Bickel oder Pickel, was so viel wie Spitzhacke bedeutet, sowie Ried für Rodung ab. Bis 1294 gehörte Bickenriede den Grafen von Gleichen. Diese verkauften das gesamte Eichsfeld in jenem Jahr an das Erzbistum Mainz. 1802 fiel auch Bickenriede an Preußen und wurde 1816 dem Landkreis Mühlhausen zugeordnet. Seit 1. Januar 2023 gehört Bickenriede zu Dingelstädt und damit wieder zum Eichsfeld. Kurz nach der ehemaligen Dörnaer Warte biegt der Landgraben nach Norden ab.
Gut ausgeschildert, aber zum Teil verfüllt, kreuzt er zwischen Beckenriede und Lengefeld die Lune sowie eine Landstraße, kreuzt den Steingraben und den Kilmstädter Bach und trifft an der Lengefelder Warte auf die heutige Bundesstraße 247. Während hier Aufnahmen dieser Strecke zu sehen sind, sollen die Orte Dörner und Lengefeld etwas näher vorgestellt werden. Immerhin tragen die letzte und die nächste Warte ihre Namen. Zu Dörner. Die Geschichte des kleinen Dorfes reicht zurück bis in das 1. Jahrhundert. Damals siedelten germanische Hermunduren um eine Kultstätte auf dem heutigen Kirchberg. Turniti, was Dorniges bedeutet, war der damalige Name. Es war mit einer Dornhecke und einem Wallgraben umgeben, von dem Reste bis heute erhalten sind. Auf der heidnischen Kultstätte erbaute man 1119 eine Kirche, die zwischen 1290 und 1470 zu einer Kirchenburg ausgebaut wurde. Der Turm wurde als Zwischenwarte genutzt. Im Jahr 1802 fiel Dörner an das Königreich Preußen. Von 1807 bis 1813 war Dörner von französischen Truppen besetzt und gehörte zum Königreich Westfalen. 1816 kam es wieder zum Landkreis Mühlhausen in der preußischen Provinz Sachsen. Von der Geschichte her ging es dem 897 erstmals erwähnten Lengefeld, was langes Feld bedeutet, nicht anders als Dörner. 1802 preußisch, von 1807 bis 1813 westfälisch und dann wieder preußisch. Zu den Grenzsteinen besteht noch etwas Klärungsbedarf. Dazu werden wir einmal die sogenannten Stummzeugen befragen. Hin und wieder wird in den Chroniken der Stadt Mühlhausen vom Versteinen der Mühlhäuser Grenze berichtet. Ein Grenzstein war also die zu Stein gewordene Urkunde über Besitzverhältnisse an verschiedenen Ländereien. Gelang es einem der Grundstückseigentümer zum Beispiel aus Habsucht oder Neid in einer Nacht- und Nebelaktion solch einen Stein zu versetzen und sei es nur um 1 bis 2 Meter, dann war Zank und Streit vorprogrammiert. So konnte es durchaus zu kriegerischen Handlungen kommen. Bei den jeweiligen Landesherren waren sogenannte Geometer besoldet, die nun in Geländekarten die Grenzsteine einzeichneten, vermaßen und deren Standort im Bild festhielten. Um Grenzfrevlern das Handwerk zu erschweren, wurde beim Setzen der Steine ein sogenannter stummer Zeuge im Geheimen unterhalb des Grenzsteins in die Erde gelegt. So war es möglich, entfernte oder versetzte Grenzsteine wieder in ihre ursprüngliche Lage zu bringen. In der rechten oberen Bildecke ist ein stummer Zeuge der Stadt Mühlhausen aus dem Jahre 1741 zu sehen. Er wurde um 1970 beim Garagenbau in der Gartenstraße gefunden. Bereits im Jahre 1923 fand man auf dem Boden des Töpfermeisters Stallknecht am Petri-Steinweg eine Gipsform, die genau zur Herstellung dieser Tontafeln diente. Bevor wir aber zur Lengefelder Warte kommen, sind noch 2 etwas seltsame Flurbezeichnungen in ihrer Umgebung zu klären. Da wäre einmal die sogenannte Lange Mark. Sie ist das gerade Teilstück der Bundesstraße 247 zwischen der Lengefelder Warte und dem Abzweig nach Dachrieden bei Ammern. Sie wurde 1834 als Reichsstraße gebaut und hat ihren Spitznamen wahrscheinlich vom Höhenrücken zwischen Horsmar und Lengefeld. Zuvor führte der Weg von Mühlhausen in das Eichsfeld durch das um 1800 abgebrochene Schaffentor und über die Feldchaussee, die heute Mittelstraße und Hollenbacher Landstraße genannt wird. Etwas ausführlicher wird es bei der Schwarzen Hose. Sie ist ebenfalls ein Teilstück der Bundesstraße 247 und beschreibt die Senke zwischen Lengefelder Warte und Dingelstädt. Der Name Schwarze Hose ist auf den früher nahe der Lengefelder Warte gelegenen Siechenhof zurückzuführen, der in alten Urkunden Schwarzes Huss genannt wurde. Der Name kommt daher, dass früher zur Warnung vor den Krankheiten das Haus schwarz gestrichen oder mit schwarzen Aushängen oder Tafeln gekennzeichnet war. Den Siechenhof erwarb die benachbarte Gemeinde Helmsdorf, die ihn bis ins 17. Jahrhundert hinein als Armenhaus nutzte. Irgendwann in dieser Zeit wurde vermutlich das eigentliche Pestkrankenhaus abgebrochen und an dessen Stelle ein neues Gebäude, ein Wirtshaus, errichtet. Der Gasthof erfreute sich als Fuhrmannskneipe wegen des verbotenen Kartenspiels eines recht anrüchigen Rufes. Der Gasthausbetrieb wurde 1890 aufgegeben, das Gebäude selbst wurde erst im Sommer des Jahres 1929 abgebrochen.
Es herrschte ein reges Treiben in diesem Gasthaus, auf den wohl der Name Schwarze Hose zurückgeht. Fehlte beim verbotenen Glücksspiel ein Mann, so soll der Wirt vor seinem Gasthaus an einer Stange eine schwarze Hose herausgehangen haben. Auch heißt es, wenn der Wirt ein frisches Fass anzapfte, hinge ebenfalls die schwarze Hose über die Tür. Unter dem Volk nannte man das Gasthaus fortan die Schwarze Hose. Die Gegend hat diesen Namen behalten, der auch auf die neue Straße überging. Die Lengefelder Warte wurde früher auch Appenthaler Warte genannt und ist als burgähnliche Befestigung schon 1367, also vor dem Bau des Mühlhäuser Landgrabens, entstanden. Schon 1407 wird der Turm als reparaturbedürftig beschrieben. 1644 errichtete man eine Mauer um den bis dahin einzeln stehenden Turm. Auch ein Haus soll in jenem Jahr errichtet worden sein. Das Haus wurde später auch als Försterwohnung genutzt, von der aus man in den Turm gelangte. Der zwischen 1360 und 1380 erbaute Rundturm ist aus Bruchsteinmauerwerk und hat ein Kegeldach. Sein Eingang befindet sich in 4,80 Meter Höhe, ist selbst nur 1,70 Meter hoch und 65 cm breit. Der Wartturm hat eine Höhe von 13,50 Meter und einen Durchmesser von etwa 5,80 Meter bei einer Mauerstärke zwischen 70 und 100 cm. Die Lengefelder Warte ist als einzige der ehemaligen Warten des Mühlhäuser Landgrabens vollständig erhalten geblieben. Angrenzend an den Turm befindet sich ein altes Fachwerkgebäude, in dem sich seit den 1930er Jahren eine Gastwirtschaft befindet. Sie ist seit den 1990er Jahren ein gern besuchtes Hotel. Nach der Lengefelder Warte biegt der Landgraben nach Osten ab, führt am Kümstädter Berg vorbei und wendet sich nach etwa einem halben Kilometer wieder nach Norden. Dort trifft er auf die Landstraße von Horsmar nach Zeller. Unser Weg führt uns aber über den sogenannten Turmweg direkt nach Zeller. Von diesem Weg aus hat man einen wunderschönen Blick über das Eichsfeld bis Dingelstädt oder nach Breitenbich und Beberstedt. Der Ort Zeller sollte aber nicht mit dem Kloster Zeller bei Struth verwechselt werden. Der Ortsname des 1201 erstmals erwähnten Zeller stammt von dem lateinischen Wort Cella mit C am Anfang, was so viel wie Mönchklause oder Kapelle bedeutet. Die Ortsgründung geht wahrscheinlich auf das Jahr 1162 und einem Gebietsverkauf des Grafen von Tonna an das Kloster Reifenstein zurück. Der kleine Ort im Tal der Unstrut befindet sich auf der Eichsfelder Seite des Landgrabens, gehörte von 1997 an zur Gemeinde Anrode und trat mit Wirkung vom 1. Januar 2023 der Stadt Dingelstädt bei. Zu Zeller gehört das 1 Kilometer entfernt gelegene Gut Breitenbich. Von 1908 bis 1997 waren die umliegenden Orte mit einem Haltepunkt der Bahnstrecke Gotha-Leinefelde an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Heute führt eine schmale Straße zum Gut Breitenbich. Das Gut Breitenbich wurde 1249 erstmals als Zisterzienserinnenkloster Breitenbich urkundlich erwähnt, aber bereits 1253 wieder aufgegeben. Die Liegenschaften gingen 1253 an den Ritterorden des heiligen Lazarus, die dort eine Niederlassung gründeten.
Am Ende des 15. Jahrhunderts übernahm der Johanniterorden das Gelände. Ab dem 16. Jahrhundert entstand ein Gut mit häufig wechselnden Besitzverhältnissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb das Gut Breitenbich bis 1953 im Privatbesitz. Danach von der LPG zwangskollektiviert, wurde es völlig heruntergewirtschaftet, teilweise durch Brände zerstört und 1974 an den Eigentümer zurückgegeben. Es folgten erste Instandsetzungen und in den 1980er Jahren die Nutzung als Ferienlager. Nach der Wiedervereinigung 1990 eröffnete im Gutshaus eine Gaststätte. Die Ländereien wurden im Nebenerwerb bewirtschaftet. 2006 wurde die Gaststätte aus Altersgründen aufgegeben. Ab 2013 lief die landwirtschaftliche Nutzung wieder an und nach erfolgreicher Sanierung im Jahr 2016 konnten Gut und Gaststätte 2017 neu eröffnet werden. Nicht weit vom Gut Breitenbich entfernt, kurz nach dem Bahnübergang bei Horsmar, stand die Horsmarer Warte. Während nun Aufnahmen der Grenzsteine bei der Warte zu sehen sind, soll auch etwas zur Flora und Fauna entlang des Landgrabens erzählt werden. Mal verläuft der Landgraben durch Waldgebiet, mal am Waldrand und mal an Äckern vorbei oder quert Gewässer. Die unterschiedlichsten Tier- und Pflanzenarten sind demzufolge am Landgraben zu finden. Dirk Röpke hat in seinem Wanderheft viele davon aufgezählt. Neben Bärlauch und Waldmeister kann man Lärchensporn, Buschwindröschen, Schlüsselblumen, den Pestwurz, Märzenbecher, Fingerhut sowie einige Orchideen- und Enzianarten je nach Jahreszeiten dort finden. Bei den Bäumen dominiert die Rotbuche, aber auch einzelne Nadelgehölze sind anzutreffen. Viele Sträucher findet man an den Waldrändern, so zum Beispiel schwarzen und roten Holunder, Hartriegel, Saalweide, Haselsträucher, Schlehen, Heckenrosen und Weißdorn, nur um einige zu nennen. Einige dieser Pflanzen stehen unter Naturschutz. Bei den Tieren handelt es sich um kleine Waldtiere, Niederwild oder einzelne Raubvögel. Die strauchreichen Waldränder bieten vielen Singvögeln einen sicheren Brutplatz. Bevor wir nun endgültig zur nächsten Warte, dem Horsmarschen Turm, kommen, noch etwas zum Ort Horsmar selbst. Urkundlich wurde Horsmar im Jahr 1191 erstmals als De Husmare erwähnt, ist aber wesentlich älter. Schon um das 4. Jahrtausend vor unserer Zeit siedelten Menschen in diesem Gebiet. Das beweisen archäologische Funde. Seit der Völkerwanderungszeit um 20 vor unserer Zeit ist Horsmar durchgehend besiedelt. Während dieser Zeit ist wahrscheinlich der Ortsname Horsmare entstanden, aus dem im 13. Jahrhundert Horsmar wurde. Der Ort war ursprünglich ein ehemaliges Reichslehen und im Besitz der Grafen von Gleichen. Es wird angenommen, dass Horsmar erst am Ende des 14. Jahrhunderts zur Reichsstadt Mühlhausen kam. Wie alle anderen Dörfer der ehemaligen Reichsstadt fiel es 1802 an Preußen, war kurzzeitig westfälisch und dann wieder preußisch. Seither gehört Horsmar zum Kreis Mühlhausen, dem späteren Unstrut-Hainich-Kreis. Nun zur Horsmarschen Warte oder dem Horsmarschen Turm. Erbaut wurde der Wartturm 1407. Er wurde auch Lug ins Land bei der Unstrut genannt und steht auf einer alten Wüstung namens Wergesterode. Um 1810 war die Warte von Schweden belagert, da die umliegenden Dörfer bereits mit Soldaten überfüllt waren. Es soll ein richtiges Heerlager gewesen sein, wenn man den alten Berichten glaubt. Die Horsmarer Warte stand an der alten Marktstraße, die von der Straße nach Heiligenstadt abzweigte. Sie führte über die ehemaligen Dörfer Rückelrode, Dangsdorf und Dörnrode nach Horsmar und weiter über Reifenstein in den Westharz. Diese alte Straße bog früher in der Nähe der Breitsülzen Quelle von der Hollenbacher Landstraße, die damals noch Feldschaussee genannt wurde, ab und führte über Längefeld zum Landgraben. Der Turm dieser ehemaligen Warte stürzte im Januar 1967 ein und wurde bis 1972 vollständig beseitigt. Schon seit vielen Jahren wird die ehemalige Warte als Försterei genutzt. Wir folgen dem Landgraben Richtung Eigenröder Warte. Im Siechenholz nördlich von Horsmar treffen wir auf das Pfarrloch. Wie es zu seinem Namen kam, lässt sich nur vermuten. Sicherlich ist in früherer Zeit einmal ein Pfarrer hineingefallen.
Einfacher ist die Erklärung bei den Franzoseneichen zwischen dem Anroth und dem Schneidertal. Sie wurden einst als Dreiergruppe nach einem Gefecht zwischen preußischen und französischen Truppen am 12. September 1761 auf den Gräbern von drei französischen Offizieren gepflanzt. Auch sind zwischen der Horstmar und der Eigenröder Warte wieder viele Grenzsteine zu finden. Wie auch bei den anderen Warten sehen wir uns etwas bei den anliegenden Ortschaften um. Beginnen wir hier mit Beberstedt auf Kurmainzer Gebiet. Obwohl der Ort erst im März 1191 erstmals schriftlich als Beftide oder Befestide erwähnt wurde, gilt eine Besiedlung seit dem 2. oder 3. Jahrhundert als sicher. Der Name könnte auf das mittelniederdeutsche Wort für zittern zurückgehen. Die Endung Stedt oder Stede weist auf eine Siedlungsstelle hin. So wurde der Ort ab etwa 1209 Beffenstede genannt. Um 1209 gelangten die Besitztümer des Grafen Ernst von Welsecke durch Verpfändung an das Kloster Reifenstein. Vom 13. Jahrhundert bis 1803 oblag Reifenstein das Patronat über den Ort. Von 1802 bis 1807 war der Ort preußisch, von 1807 bis 1813 westfälisch und von 1815 bis 1945 wieder preußisch. Bis zum 1. Januar 2023 gehörte Beberstedt zum Unstrut-Hainich-Kreis und wechselte danach ins Eichsfeld. Begeben wir uns auf die Reichsstadtseite des Landgrabens. Das heutige Eigenrode entstand erst 1545 aus den Wüstungen Eichelroder und Ebelroder, die um 1246 erstmals urkundlich erwähnt wurden. 1548 wird mit dem Bau einer katholischen Kirche begonnen, die 1565 evangelisch wurde. 1692 erhielt die Kirche einen Turm. Die 2 Meter hohe Kirchenmauer wurde aus den Steinen der Kirchen von Eichelroder und Ebelroder errichtet. Diese Mauer war schon um 1833 einsturzgefährdet und wurde nach 1945 ganz beseitigt. In den Jahren 1846-47 wurde ein 42 Meter tiefer Brunnen gebaut, um der Wasserknappheit zu begegnen. 1915 und 16 entstand die neue Schule mit 2 Lehrerwohnungen. Sie ist auf einigen Aufnahmen als alte Schule zu sehen. 1920 bekam Eigenrode den ersehnten Stromanschluss und 1928 den Anschluss an das Trinkwassernetz. Die beiden Weltkriege gingen auch an Eigenrode nicht spurlos vorüber. Am Morgen des 5. April 1945 fuhren die ersten amerikanischen Panzerfahrzeuge durch Eigenrode, ohne aber einen Schuss abzugeben. 1952 entstand ein neues Bürgermeisterhaus, welches bis 1991 genutzt wurde. 1955 wurde die erste LPG gegründet und 1965 der Kindergarten eröffnet. Es entstanden Vereine, es entstand ein Festplatz hinter der Schenke und eine Kegelbahn. 1994 hatten alle Häuser einen Telefonanschluss und seit März 1995 gehört Eigenrode zur Landgemeinde Unstruttal. Die 1409 erbaute Eigenröder Warte wurde früher als Ebelröder Warte bezeichnet, nach dem ehemaligen Dorf nördlich von Eigenrode. Die Straße kam von Ammern und führte dann über Dachrieden bis zur Warte und weiter nach Hübstedt und Worbis. Sie löste die ältere, lange Straße ab, die von Mühlhausen kommend vorbei an der Königsburg Tuttensode bei Reiser zur Solstädter Warte und dann weiter in den Norden führte. Schon in einer der ältesten Chroniken von Mühlhausen wird der Ebelröder Turm erwähnt. Im Mai 1620 kam es in dessen Nähe zu einem Aufmarsch von kurfürstlich-Mainzer Truppen bei Hübstedt. Deren Weiterzug durch Mühlhäuser Gebiet verhinderten aber kursächsische Truppen und die Söldner kehrten zurück ins Eichsfeld. Wenn man es richtig betrachtet, müssen wir von 8 anstatt bisher 7 Warten am Mühlhäuser Landgraben sprechen. Die Schalchröder Warte lag östlich des Waldes, der noch heute Schalchröder Forst heißt, am Dünschen Steg nach Zaunröden.
Diese Warte wurde als Turm zwischen 1406 und 1410 errichtet, ging aber am Ende des 15. Jahrhunderts ein. Die letzten Erwähnungen stammen aus dem Jahr 1486. Ein Bild von Otto Thomacek könnte diese Warte darstellen, da dieses als Warte bei Eigenrode und nicht als Eigenröder Warte beschrieben wird. Noch einen weiteren Ort in der Nähe der Eigenröder Warte gilt es zu berücksichtigen: das 1124 erstmals als Huppingestede erwähnte Hübstedt. Der Ortsname könnte auf den alten Vornamen Hupping oder Huckbert zurückgehen. Eine zweite Möglichkeit wäre die Hupp, was so viel bedeutet wie Wölben, nach oben gehend. Der zweite Wortteil bedeutet wieder Siedlungsstätte. 1317 ging das Lehensrecht vom Grafen von Gleichenstein an Kurmainz und die Brüder Albrecht und Herdinus von Worbis über, die es an das Kloster Reifenstein verkauften. Hübstädter Bürger waren auch an den Plünderungen des Klosters Reifenstein am 29. April 1525 und vermutlich auch an dessen Zerstörung beteiligt. 1588 wurde Christoph von Hagen Besitzer von Hübstedt und das adlige Gericht von Hagen-Hübstedt entstand. 1802 kam Hübstedt zu Preußen, 1807 bis 1813 zum Königreich Westfalen und von 1815 bis 1945 zum preußischen Landkreis Worbis, welcher dann dem Land Thüringen angegliedert wurde. Von 1946 bis 1950 gehörte es zum Kreis Nordhausen und danach zum Altkreis Mühlhausen. Seit 1. Januar 2023 ist Hübstedt ein Teil des Landkreises Eichsfeld. Ein paar Sätze zu Kleinkeuler, das auf ehemaligem Schwarzburger Territorium liegt. Der Ort wurde 1270 als Minuricula erstmals erwähnt. Eine Ersterwähnung aus dem Jahr 955 ist nicht urkundlich belegt. Der Ort wurde im Bauernkrieg 1525 verwüstet und danach mit Mitteln des Kurfürsten wieder aufgebaut. Kleinkeuler gehörte als Exklave zum Amt Volkenroda und ab 1869 zum Amtsbezirk Tonna des Herzogtums Sachsen-Coburg-Gotha. Neben der Aufnahme von Kleinkeuler sind hier auch zwei Bilder aus Volkenroda zu sehen. Mit Solstedt haben wir auch den letzten Ort auf unserer Landgrabenwanderung erreicht. 1221 erstmals erwähnt, gehörte es bis zur Auflösung im Jahr 1540 dem Kloster Volkenroda, welches hier einen Meierhof betrieb. Danach fiel es an die Reichsstadt Mühlhausen und kam 1802 zu Preußen. Kurze Zeit westfälisch kam es 1816 wieder zu Preußen und dem Landkreis Mühlhausen. Das ehemalige Rittergut in Solstedt war vermutlich eine hochmittelalterliche Burganlage, die ursprünglich den Erzbischöfen von Mainz, später der Kämmerei von Mühlhausen gehörte und ab 1292 ein Reichsgut des Klosters Volkenroda war. Mitte des 15. Jahrhunderts erwarben die Herren von Knorr die Knorrsche Waldung. 1847 erlosch das Geschlecht mit dem preußischen Oberstleutnant Christian Sittich, Freiherr von Knorr. Nordwestlich und etwas außerhalb von Solstedt befand sich die letzte Warte am Mühlhäuser Landgraben. Eigentlich muss man bei der bereits 1298 erwähnten Warte von drei Warten sprechen. Kein Wunder, denn hier trafen die Territorien von Schwarzburg-Sondershausen, dem Eichsfeld und der Stadt Mühlhausen zusammen. Die erste Warte stand auf Schwarzburger Grund, weshalb sie auch Schwarzburger Warte genannt wurde. Ein weiterer Name war Hohe Warte. 1622 entstand die Mühlhäuser Warte innerhalb des Landgrabens. Diese wurde dann auch Solstädter Warte genannt. Anstelle der Schwarzburger Warte wurde später das Gasthaus Grüner Esel erbaut. Es fiel 1873 einem Feuer zum Opfer. 1864 wurde die Mühlhäuser Warte abgerissen und an seiner Stelle ein Forsthaus gebaut. Nahe Kleinkeuler gehörte aber eine Dreiviertelmorgen große Fläche, ebenfalls zu Schwarzburg-Sondershausen. Zuvor wurde dort ein dritter Wartturm mit Schlag und Verhau errichtet und das Gebiet mit einem Graben umringt, der direkt an den Landgraben grenzte. Streitereien waren so an der Tagesordnung. Unter Protest ließ der Mühlhäuser Rat den Graben 1620 beseitigen. Der Weg führte nun über eine Brücke. Der Grabenzoll betrug in jener Zeit 1 Taler, was heute etwa 45 Euro entspricht. Das Gasthaus Grüner Esel wurde ja schon erwähnt. Wie kam man aber auf diesen ungewöhnlichen Namen? Karl Rümpler berichtete um 1840 dazu Folgendes:
Früher in grauer Vorzeit gab es an der Schwarzburger Warte bereits ein Gasthaus, zum Grünen Jäger genannt. Dieses Wirtshaus stand genau auf der Grenze von drei verschiedenen Gebieten, weshalb es oft zu Streitigkeiten kam. In deren Folge kümmerte sich keiner der drei Landesherren mehr um Ordnung und Sicherheit in und um das Gasthaus. Beinahe kein Tag verging, an dem nicht gerauft wurde, Duelle stattfanden oder anderweitig gegen geltendes Recht verstoßen wurde. Dem Wirt war es recht, es füllte seine Taschen. Auch der Pfarrer eines benachbarten Ortes fand sich, aus welchem Grund auch immer, fast täglich im Grünen Jäger ein. Eines Tages gerieten wieder einmal zwei junge Burschen aneinander. Der Pfarrer wollte schlichten und bekam im Eifer des Gefechts auch ein paar saftige Ohrfeigen. »Was macht ein Pfarrer hier unter uns Bauern?« rief der Raufbold. »Warte, du sollst dein Leben lang an den Grünen Jäger denken.« »Nein«, erwiderte der Pfarrer, »wenn ich dich in Zukunft erblicke, so werde ich nur an einen grünen Esel denken.« Dieser Name ist der Warte von da an geblieben, obgleich im Jahre 1795 an jener Stelle der alten Kneipe ein neues, anständigeres Wirtshaus erbaut wurde. Die beiden Esel im Logo des heutigen Funkturms Grüner Esel bei Solstedt sind Egon und Rudi. Egon lebte 8 Jahre lang auf einem Recyclinghof und später kam dann Rudi dazu. Die beiden waren ein unzertrennliches Team. Im Mai 2020 starb Egon und Rudi kam auf einen Eselshof im Allgäu, ausgestattet mit einer lebenslangen Patenschaft für ihn. Hier hat er mit vielen anderen Eseln ein abwechslungsreiches und artgerechtes Leben. Bis 1808 genutzt, hatten die Dörfer des Reichsstadtgebietes, zu deren Schutz der Mühlhäuser Landgraben errichtet worden war, für Erhaltungsmaßnahmen am Graben und an den Warten der Stadt Mühlhausen ein Landwehr- und Turmgeld zu zahlen. Danach wuchs der bis heute erhalten gebliebene strukturreiche Hochwald auf, der zu DDR-Zeiten nicht genutzt wurde und auf weiten Strecken einen urwaldartigen Charakter angenommen hat. Der Landgraben ist heute ein gut ausgeschilderter, sehr beliebter Wanderweg. Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die mit Informationen und Bildern zum Gelingen dieser Dokumentation beigetragen haben. Vor allem sollen hier Frau Hertha Schöpke und Herr Dirk Röpke Erwähnung finden, die leider nicht mehr unter uns weilen. Ihnen gilt posthum ein besonderer Dank.